Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum aktuellen Videokommentar der Weltwoche. Ich hoffe, Sie hatten schöne Sommerferien, erholsame Tage. In Bern läuft die politische Aktivität bereits wieder auf Hochtouren. Das brisanteste Beispiel sind die Vorstöße unseres Außenministers Didier Burkhalter Richtung Brüssel. Sie haben davon gelesen, Burkhalter will die Schweiz in den bilateralen Kontakten mit der EU letztlich der Autorität des Europäischen Gerichtshofs unterstellen. Ich halte diese Entwicklung für brandgefährlich und letztlich für einen Verstoß gegen das, was die Schweiz ausmacht. Es ist letztlich ein Angriff auf die rechtliche Autonomie der Schweiz als souveräner Rechtsstaat. Völlig undenkbar, dass ein unabhängiges Land sich einer auswärtigen Gerichtsbarkeit unterstellen würde. Das Interessante ist nun die Verwedelungstaktik von Didier Burkhalter. In Interviews, in öffentlichen Äußerungen würde er meiner Deutung der Dinge fundamental widersprechen und sagen, es gehe überhaupt nicht darum, die Schweiz einem auswärtigen Gericht zu unterstellen, sondern es gehe nur darum, den sogenannten bilateralen Weg zu retten und bestimmte Schlichtungsmechanismen zu akzeptieren und so weiter. Meine Damen und Herren, lassen wir uns hier keinen Bären aufbinden. Der Bundesrat unternimmt meines Erachtens völlig verfehlte Vorstöße in dieser Richtung. Die Situation ist gar nicht so verfahren, wie es dargestellt wird. Es gibt einerseits die Schweiz, die unter Umständen Verträge abschließen möchte mit Brüssel oder mit EU-Mitgliedstaaten. Es gibt auf der anderen Seite Brüssel oder einzelne EU-Mitgliedstaaten, die mit der Schweiz Verträge abschließen sollen. Das hat man über Jahrhunderte hinweg im zwischenstaatlichen Verkehr immer so gemacht, ohne dass man sich der eine oder der andere einer fremden Gerichtsbarkeit, einer Auslegungsautorität unterstellen sollte. Also hier wird eine Strategie entfesselt, deren Folgen letztlich die Abschaffung der rechtlichen Autonomie der Schweiz ist. Und wenn Herr Burkhalter betont, dass diese Unterstellung unter ein fremdes Gericht gar keine tiefgreifende Bedeutung hätten, dass auch dieses Gericht keine Sanktionsgewalt in der Schweiz hätte, dann muss ich mich fragen, ob er die Tragweite seiner Strategie selber überhaupt verstanden hat. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Wir bleiben an diesem Thema dran und ich hoffe, dass wir Sie nächste Woche wieder begrüßen können. Besten Dank und eine schöne Zeit.